Ich glaube, ich versuche es nochmal, aber mit einem anderen Charakter. Das ist diese Teufelsspirale. Das hatte ich schon, als ich das auf dem Wii U gespielt habe. Diese Höllenspirale. Man ist im Grunde dazu verdammt, immer die stärksten Charaktere zu nehmen. Und dadurch werden die immer stärker und stärker. Und man muss schon irgendwie gezielt niedriglevelige Level spielen. Oder ganz viel Rubine ausgeben, damit man die niedrigleveligeren Charakter noch mitzieht. Sonst werden die irgendwann nutzlos. Aber ist das nicht bei vielen Spielen mit Rollenspielelementen so? Genau so. So, schauen wir mal, ob Impa eine bessere Figur macht in dieser Challenge. Ich denke schon, aber schauen wir mal. Teilweise schwer einzuschätzen. So, erstmal die nervigen Pflanzen weghauen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und jetzt die nervigen Gegner weghauen. Das ist eigentlich schon der ganze Trick. Ah, du Arsch, du. Also ich würde mal sagen, allein schon vom Schaden, den wir austeilen, ist das schon ein gewaltiger Unterschied. So, kurz Abstand halten. Ich kann ein bisschen mit Pfeilen schießen. Das macht zwar nicht viel Schaden, aber ein bisschen Schaden macht es auch. Aber betäubt die auch kurz. Das ist eigentlich fast nervig, oder? So, erster Raum schon mal deutlich leichter gewesen, ja. Ist halt doch ein Riesenunterschied. Ich hau mal die Krüge kaputt, dann kriegen wir noch ein paar Rubine. So, weiter zum nächsten. Erstmal wieder die nervigen Giftblumen weghauen. Au, dann die nervigen Giftgegner weghauen, die eigentlich Feuergegner sind. Und ja, das war eine Mörder-Kombo. Au, spinnst du? Hörst jetzt auf. Das ist so ein gewaltiger Unterschied, was so 10 Level in diesem Spiel ausmachen. Na gut. Dann mache ich mir jetzt um den letzten Raum auch keine Sorgen mehr. Ist auf jeden Fall Devil May Cry-mäßig. Ja, stimmt. Die mit ihrem Riesenschwert. Die andere mit den Armbrüsten, mit den Pistolen quasi. Beide kombiniert werden quasi Dante. Ob Dante noch ein Smash Brothers Charakter wird? Ich denke schon. Einer meiner Top-Favoriten. Bin gespannt, ob das stimmt. So. Schieß deinen Laser und lass mich dich kaputt hauen. Danke. Ja, yeah, alle ziehen auf einen Streich. Also ziehen, nicht ziehen. Er hat nur 8 ziehen. Ich glaube, ich muss erst die Kleinen kaputt machen, die nerven sonst zu viel. Kriegen die Schaden von dem? Das ist ja irgendwie witzig. Trotzdem. Au. Aber wenn die Special-Leiste schon mal voll ist, dann muss ich fast auf den Großen gehen.
Lauf! Puh, knapp. Da fällt mir ein, dass ich auch auf Maneater echt gespannt bin. Dieses Hai-Spiel, in dem man einen Hai spielt, der eine Evolution durchläuft, um zum perfekten Menschenfresser zu werden. Das klingt lustig. So, danke für die Kooperation. Jetzt kümmern wir uns noch um den Dicken. Die braucht ein bisschen lang zwischen einer Kombo zur nächsten Kombo. Ist ein etwas schwerfälligerer Charakter als andere, aber dafür haut sie halt einfach echt rein. Mit ihrem Wasserschwert hier zumindest. Mit dem Feuerschwert ist sie, glaube ich, ein bisschen schneller. Jetzt müssen wir, glaube ich, einfach abwarten, bis er seine komischen Schockwellen gemacht hat. Dann haben wir wieder seine komischen Wobbelzehen. Ja, das war aber leicht jetzt. Ich habe noch nicht die ideale Kombo rausgefunden, wie ich seine Leiste am schnellsten senken kann. Das kommt mir nicht schlecht vor gerade. Ah, auch nur eine halbe Leiste. Aber gut, okay. Immerhin eine halbe. Ja, es müsste schon der ältere Dante sein, auf jeden Fall. Der alte Dante. Aber das machen sie eigentlich auch. Ich meine, wenn man sich Ryu zum Beispiel und Ken anguckt, Ryu ist so ein Kompromiss aus ganz alt und ganz neu und Ken ist einfach wirklich so das alte Design. Die machen das schon eher tendenziell klassisch, wenn es da mehrere oder neuere Versionen gibt von Charakteren. Wenn die in Smash Bros. Dante aufnehmen, dann würde ich auch darauf tippen, dass es im Kern der aus dem ersten Teil ist. Und dann gibt es vielleicht noch Kostüme, die die anderen repräsentieren oder zumindest andeuten, so ein bisschen. So, und jetzt ist er wahrscheinlich besiegt und wir können zur nächsten Mission weiter. Yay! Material. Sehr schön. Das gleiche ist bei Lara Croft, denke ich mir, das gleiche. Sollte die zu einem Smash Brothers Charakter werden, müsste es meiner Meinung nach auch die alte Version sein und nicht die neue. Weil im Grunde war ja die alte auch viel populärer und eine Zeit lang so das Gesicht des Videospiels. Und die neue nicht so wirklich. Dabei verkaufen sich die neuen Spiele besser als die alten. Aber es ist halt ein ganz neuer Markt, auf dem wir mittlerweile sind. Das kann man halt nicht mehr vergleichen. Aber im Grunde müsste man zwei Kostüme machen. Also zwei, nicht nur Farbkombination, nicht nur Color Swap, sondern richtig zwei Kostüme. Eines mit Retro-Laura und eines mit neuer Laura. Und eigentlich noch eins mit Pixel, also Polygon-Laura, wirklich im PlayStation 1-Look. Das wäre natürlich perfekt. Dann werden sie den Dante nehmen, der den Entwicklern am besten gefallen hat. Ja, das kann auch sein, das stimmt. Kannst du dir den Smash nicht vorstellen? Ach, ich kann mir die ganz gut vorstellen. Aber es stimmt schon, was macht die außer Schießen? Das ist problematisch. In den neueren Spielen kann sie auch ein bisschen Stealth und so, aber Moveset wäre schon schwierig, ein bisschen.
Die alte Laura hast du sofort erkannt, die neue ist eine generische junge Frau. Ja, das stimmt, die alte hat auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war, wahrscheinlich, aber die hat einfach einen hohen Wiedererkennungswert. Das stimmt auf jeden Fall. So, hier gibt's jetzt die neue Waffe, deswegen sind wir eigentlich hier, aber natürlich nicht einfach so. Natürlich brauchen wir erst wieder eine Lyra. Lyra der Göttin. Na dann. Die PS1-Version ist furchtbar gealtert. Ja, aber ich finde, die müsste schon im Spiel sein. Gerade die. Die wirklich so ein flaches Gesicht hat mit einer komischen 3D-Nase. Genau die. Und die Steuerung. Oh ja, das ist auch krass. Das stimmt. Oh, warte mal, das war noch gar nicht das Rätsel. Verdammt, da brauchen wir wahrscheinlich wieder einen Kompass und eine Kerze. Wie viel Geld ich hier nur für diese Items ausgebe, weil ich zu faul bin, irgendwelche Quests doppelt und dreifach zu spielen. Und deswegen leveln die Charaktere nicht hoch. So ist das. Habe ich mir schon fast gedacht, dass wir den Busch da oben verbrennen müssen. So, aber jetzt müssen wir nur mit Link alle umbringen. Oh, warte mal. Dir fehlt noch folgendes Item, das dir in der Schlacht einen Vorteil verschaffen kann. Um voranzukommen, benötigst du Fanghaken. Ach so, verdammt. Wir haben den Fanghaken nicht. Das ist ein Item, das wir erst im Legendenmodus freischalten müssen, damit wir das dann hier benutzen können. Können wir das überhaupt ohne Fanghaken schaffen? Finden wir es raus. Ich glaube nämlich, das könnte echt schwer werden. Denn der Fanghaken wird eigentlich benötigt, um den Boss auf dieser Map, den Drachen, zu besiegen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man den ohne Fanghaken überhaupt irgendwie besiegen kann. Außer vielleicht mit einer gefüllten Magieleiste. Könnte sehr schwierig werden. Vielleicht unmöglich. Aber ich bin gewillt, das rauszufinden. Let's go. Da kommt er schon, oder? Da wird er schon vorgestellt. Nee. Das ist, glaube ich, Lana oder so. Die weiße Zauberin. Oh, ich hasse das, wenn da immer so viele Gegner sind und immer gerade, wenn ich meinen Special Move ansetzen will, trifft mich aber wirklich jedes Mal, ich werde wahnsinnig. Jedes Mal, wenn ich gerade meinen Super Combo Move machen will, trifft mich irgendjemand und unterbricht das Ganze. So, danke, jetzt konnte ich den einmal machen wenigstens. Holy Potato, was ist denn hier los? Guckt euch das mal an. Spinnen die jetzt komplett. Ja, das war ein schnell verdientes Level-Up auf jeden Fall. Meine Güte, die hören gar nicht mehr auf. Das wird jetzt hier erstmal eine ordentliche Aufräumaktion. Es ist so frustrierend. Alles, was ich mache, jede Kombo wird abgebrochen von denen, weil es einfach so viele sind. Irgendwer trifft mich immer. Die machen gar nicht viel Schaden. Die verhindern nur, dass ich ordentlich kämpfen kann. Okay, aber wir leveln hier hoch ohne Ende. Zwei Level jetzt mal schnell so. Das ist natürlich super. Und es werden weniger. Es werden weniger. Oh mein Gott. Aber westliche Marken haben es in Smash Brothers schwer. Ob es überhaupt eine Lara Croft und einen Master Chief und so weiter geben wird, ist die Frage. Weil bis jetzt ist wirklich der einzige von diesen, wie viel, 70 Charakteren gibt es einen, der tatsächlich aus dem Westen kommt. Und das ist Banjo-Kazooie. Und der ist auch nur aus dem Westen, weil halt Rare... Und also Rare war halt Teil von Nintendo. Also der Träger war quasi wieder japanisch, nur die Produktionsfirma war britisch. Das ist schon sehr japanozentrisch, aber gleichzeitig muss man auch sagen,
dass halt auch die ersten 20, 30 Jahre der Videospielgeschichte sehr japanozentrisch waren. Da kommen natürlich die meisten Legenden, Videospiellegenden her. Oh mein Gott, das ist so irre hier. Ich kriege überhaupt nicht mit, was sonst auf dem Schlachtfeld passiert. Wenn irgendwo jetzt gerade meine Basis erobert wird oder so, dann wäre es echt ärgerlich jetzt. Nach allem, was wir jetzt hier gemacht haben. Hey, die hören gar nicht mehr auf. Das spawnt ständig neu irgendwie. Das ist irre. Macht aber, ist cool eigentlich. Macht Spaß, aber es ist irre. Ist auch noch eine Skulkulle auf dem Schlachtfeld erschienen, verdammt. Die würde ich jetzt schon gern suchen gehen. Da muss ich jetzt kurz mal die Schlacht verlassen. Ich bin gleich wieder da. Mach kurz ohne mich weiter. Ah, die ist gleich da. Das ist ja wunderbar. Okay, bin schon wieder da. Kann schon wieder weitergehen. Muss man schnell einen Verbündeten heilen? Okay. Wie viele Kills haben wir denn eigentlich schon? 1200. Das ging schon relativ schnell jetzt. Mann, das hat man aber auch wirklich selten, so eine Riesenarmee von gegnerischen Generälen. Das ist irre. Und ziemlich cool. So, geschafft. Jetzt mache ich mir wegen dem Drachen, den wir vielleicht nicht wirklich besiegen können, noch mehr Sorgen, weil jetzt wäre es doppelt schade, wenn wir das nicht hinkriegen. Nach dem Anfang hier. Mein Gott, Lana, jetzt geh bitte. Danke, danke. Okay, ich glaube, jetzt ist schon ziemlich endlich mal ein bisschen Ruhe eingekehrt. Jetzt können wir mal anfangen zu erobern. Okay, das war eine plötzliche Eroberung. Damit habe ich nicht gerechnet. Einmal kurz reingehauen und schon haben wir es geschafft. Dass die Helden aus dem Westen kein Moveset haben. Na, und ehrlich gesagt, gibt es so wenige. Wie viele westliche Figuren, also wie viele westliche Videospiele sind denn wirklich charaktergetrieben? Dass man sagen kann, das ist der Held, das ist ein bekanntes Gesicht. Ich meine, den Assassin's Creed Charakter, das erkennt man. Aber auch das hat in jeder Reihe einen neuen Hauptcharakter quasi. Das erkennt man am Design und am Stil. Aber nimmt man da jetzt Ezio oder nimmt man da jetzt Altair oder... Und das ist halt auch, das kennt man, wenn man es gespielt hat, aber das sind keine so super bekannten Gesichter. Und dann irgendwie der Doomguy. Der hat nicht mal einen Namen. So First-Person-Shooter-Helden sind immer schwierig, weil man die Figuren halt während des Spielens nicht sieht. Es gibt eigentlich, also im Verhältnis dazu, wie viel First-Person-Shooter es gibt, gibt es relativ wenig bekannte First-Person-Shooter-Figuren. Eigentlich. Immer schwierig. Und so richtig charaktergetriebene Spiele gibt es im Westen eher seltener als im Japanischen, würde ich fast behaupten. Müsste man sich mal genauer anschauen, ist jetzt eher so gefühlt. Und Geralt, der ja auch ein Favorit von mir wäre für Smash Brothers, ist halt, technisch gesehen, wenn man es genau nimmt, ein Buchcharakter. Das heißt, der ist quasi kategorisch ausgeschlossen.
weil nur wirklich Charaktere, die tatsächlich ursprünglich aus Videospielen kommen, in Smash Bros. Auftauchen dürfen. Charaktereditor, stimmt, das ist auch eher ein Problem. Also, ich find's gut, ich mag Charaktereditoren, aber wenn man jetzt zum Beispiel in Smash Bros., keine Ahnung, Dragon's Dogma verewigen wollen würde, müsste man das im Grunde eben über Gegner machen oder Nebencharaktere, genau, weil Hauptcharakter gibt es quasi unendlich viele und keiner ist in Stein gemeißelt. Außer, das macht ja Smash Bros. Schon auch durchaus bei vielen, bei einigen, wo es genau das Problem gibt, nimmt man halt das Standardgesicht. Es gibt ja ein paar Charaktere in Smash Bros., die quasi aus Spielen stammen, die eigentlich editierbare Charaktere anbieten. Und dann gibt es halt den Standardnamen und das Standardgesicht. Und dann kann man das Problem ganz gut umgehen eigentlich. Meistens gibt es ja zumindest auch aus PR-Gründen irgendein Vorzeigegesicht. Egal, ob das Shepard ist, aus Mass Effect oder aus Fallout, die Protagonisten immer. Es gibt eigentlich immer ein männliches und ein weibliches Blanko-Gesicht, das auch in dem Werbematerial auftaucht. Und das kann man ja durchaus auch in Smash Bros. Einbauen, theoretisch. Ja, aber wenn ich so an Mass Effect denke, denke ich tatsächlich, also an eine Verkörperung von Mass Effect in Smash Bros., was absolut unwahrscheinlich bis auszuschließen ist eigentlich. Aber wenn ich da so drüber nachdenke, denke ich auch weniger an den Standard Shepard, wobei es der wahrscheinlich werden würde, sondern eher an Garrus oder so. Garrus, Tali, Rex, das wären eher so meine Favoriten. Was die hier mit diesen Geistergenerälen haben, ist echt unglaublich. Wie, dass es da so viele gibt auf dieser Map hier. Das ist schon irre. So, der Festungskommandant ist da. Bei wem ist das so in Smash? Zum Beispiel aus Fire Emblem gibt es gleich zwei Figuren, die quasi die Standardversionen im Editor sind. Das sind aus zwei Fire Emblem-Kerlen, wo man seinen Hauptcharakter bauen kann. Die eine, die sich so halb in einen Drachen verwandeln kann, und der Robin. Oder die Robin, je nachdem eben. Und da haben sie einfach die männliche und die weibliche Standardform genommen. Wo ist es noch so? Gibt es noch andere Beispiele außer die beiden Charaktere? Weil ich meine, Ash kann man ja quasi nicht wirklich umbauen im ersten Pokémon. Ich meine, bei Ash ist es so ein bisschen wie Link, dass man seine Charaktere traditionell benennen kann. Aber das ist halt dann auch der Standardname, der standardmäßig drinsteht, bevor man selber was eintippt, Link und Ash, deswegen. Aber das ist im Grunde ähnlich. Aber ich glaube, das sind eigentlich wirklich die einzigen beiden editierbaren Charaktere, wo sie das Standard-Aussehen genommen haben. Aber ja, genau. Ach, Quatsch. Falsche Flasche. Jetzt habe ich Heilung getrunken, statt die Feenflasche zu benutzen. Naja, was soll's.
Aber eben, das haben sie immerhin bei den beiden gemacht, also wäre das kein Hindernis. Gibt es da wirklich sonst keine? Nur es kann schon sein, dass es nur die beiden sind. Ah ja gut, okay, Animal Crossing. Stimmt, natürlich. Da haben sie ja nicht mal irgendein Standarddesign gehabt, sondern da haben sie sich für eins entschieden im Grunde. Mehr oder weniger. Beziehungsweise für 8 haben sie sich entschieden, weil es gibt ja 8 verschiedene Bewohner, 4 männliche und 4 weibliche. Und das sind halt einfach, dadurch, dass es halt in dem Spiel verschiedene Gesichter und verschiedene Klamotten gibt, einfach im Grunde zufällig gewählte Bewohner. Von einer beinahe unendlichen Variation, die sie halt einfach genommen haben. Das ist ungefähr so, als würde man einen Sim einbauen mit den Bewohnern von Animal Crossing. So ein bisschen. Ich heb mir jetzt übrigens, falls ihr euch wundern solltet, absichtlich die Magieleiste auf, wenn der Drache kommt, weil ich hoffe, dass ich den vielleicht wenigstens mit meiner Magie besiegen kann, wenn wir schon den Enterhaken nicht haben, den man eigentlich braucht. Ich glaube, das ist so eine blöde Idee, sich mit dem Drachen anzulegen ohne Enterhaken. Oh Mann, ey. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen, hoffe ich. Krogana sollten in jedem Spiel sein. Ich glaube, so ein Äquivalent zu Kroganern gibt es sogar in den meisten Spielen. Krogana sind doch im Grunde auch nur Space Orks irgendwie. Oder Klingonen meinetwegen. Aber das ist wirklich, also das muss man echt Mass Effect 1 echt hoch anrechnen, weil es ist wirklich nicht leicht, aus dem Nix eine neue Welt zu erschaffen, ein neues Universum zu erschaffen, ohne in ellenlanges Explanation zu verfallen. Und das macht Mass Effect echt sehr gut, dass die innerhalb von einem Teil ein echt ziemlich cooles, komplexes und gutes Science-Fiction-Universum mit interessanten Aliens und so weiter etabliert, ohne zu sehr in hier lest ihr erstmal diese 15 Seiten Hintergrundstory zu den Kroganern durch, bevor wir weitermachen, zu verfallen. Oder lasst ihr von diesen Charakteren hier erstmal 2 Stunden lang Geschichtsnachhilfe geben. Es gibt schon immer wieder Dialoge, die so gewisse Aspekte der einzelnen Aliens durchleuchten, aber es ist nie, es wird nie so ein... Wie nennt man denn das, wenn was so ständig overexplained wird? Da gibt es einen Begriff dafür, der mir nicht einfällt. Aber Mass Effect macht das verdammt gut. Und nachdem im ersten Teil das Universum sehr gut etabliert ist, kommt der zweite Teil mit den wahrscheinlich interessantesten Begleitern ever. Oder zumindest einige der interessantesten und liebenswertesten und, ja, erinnerungswürdigsten Begleitern ever. Und dann kommt der dritte Teil und, ja, den gibt's halt auch. Ich glaube, der ist jetzt auch nicht total furchtbar, das ist schon in Ordnung, den kann man schon spielen, aber im Gegensatz zu den ersten beiden verblasst er halt schon ziemlich. Ich weiß nicht, ich würde... Es ist halt ein Abschluss einer Trilogie. Und dann kommt Andromeda. Leider kam dann Andromeda. Wäre das wenigstens einfach nicht mehr gekommen und hätte man gesagt, ja, die Mass Effect Trilogie, das war cool, da könnten sie mal wieder was Neues machen. Aber nein, die mussten ja unbedingt Andromeda machen. Und damit alles ein für alle Mal töten. Jetzt kann man nicht mal mehr positiv nostalgisch zurückdenken, weil die Marke Mass Effect beschmutzt wurde. Andromeda war schon eine Riesenenttäuschung und dabei war meine Erwartungshaltung nicht hoch, weil ich habe schon gelesen, also man hat ja immer wieder News gelesen, ich habe das ja verfolgt, man hat immer wieder gelesen, dass die Entwicklung von Andromeda Schwierigkeiten hat, um es gelinde auszudrücken. Da haben
es hat die Entwicklung hat ewig gedauert. Man hat irgendwie ständig Konzepte verworfen und so weiter. Dann haben wir im Grunde nach und nach alle führenden Köpfe, alle Autoren, alle Chefentwickler BioWare entwickelt. Und das hat sich schon so angefühlt wie, okay, jetzt verlassen hier die in anderen Unternehmen Zukunft sehen, das sinkende Schiff frühzeitig. Und so war es ja dann im Endeffekt auch. Und trotzdem war ich noch enttäuscht, obwohl ich das alles wusste und mitbekommen habe. Die Hoffnung stirbt halt doch zuletzt. Oh, Alter, spinnst du? Kommt aus ihrer Magie-Kombo direkt gleich in der Angriffskombo. So, und jetzt kommt wahrscheinlich noch der nervige Superdrache. Ah, und jetzt werde ich wahrscheinlich scheitern, weil ich keinen Greifhaken habe. Doch ich finde Mass Effect Andromeda war in jeder erdenklichen Hinsicht furchtbar. Ich fand das auch als Spiel furchtbar, ich fand das Gameplay furchtbar, ich fand das Design furchtbar, ich fand das Setting furchtbar, ich fand die Charaktere furchtbar. Es gibt leider nichts, wo ich sagen könnte, naja, aber das war zumindest gut oder das hat zumindest Spaß gemacht. Ich finde, das war von vorn bis hinten eine Katastrophe leider. Also wenn es jetzt kein Mass Effect Spiel gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein Spiel, das ich halt irgendwie 2-3 Stunden spiele und dann sage, okay, keine Ahnung, ist halt scheiße. Interessiert mich halt nicht. Weil halt Mass Effect draufsteht, war es halt dann so eine Riesenenttäuschung. Aber ich glaube, so richtig toll hätte man das sicherlich auch ohne die Vorgeschichte nicht gefunden. Die wenigsten. So, das ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass wir ihm Schaden machen können. Also genießen wir es. So, jetzt muss ich wirklich Magie sammeln. Damit ich, wobei ich Stimmen gehört habe, den hat zumindest das Gameplay in Mass Effect Andromeda tatsächlich Spaß gemacht. Aber ich fand auch das furchtbar. Ich meine, da hat mir die Entwicklung in Mass Effect sowieso nicht gefallen, weil das immer weniger rollenspieliger und mehr deckungsshooteriger wurde. Fand ich grundsätzlich keine positive Entwicklung, aber gut. Jetzt müssen wir irgendwie unsere Magieleiste füllen, weil ich glaube, sonst können wir dem jetzt leider tatsächlich nichts tun, dem Drachen. Ich meine, ich konnte ihm jetzt schon ganz gut wehtun. Aber wir müssen jetzt echt schnell sein. Ich hoffe, dass die jetzt vielleicht was droppen. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung. Ansonsten muss ich mal rausgehen und hoffen, dass noch irgendwo Wiese zum Schneiden ist oder so. Okay. Kleines grünes Fläschchen haben wir gefunden. Davon brauchen wir jetzt noch 4 oder so. Oder ein großes. Ach komm schon, Spiel. Jetzt sei doch nicht so. Gib uns doch wenigstens die Chance, den ohne Haken zu besiegen. Bitte. Vielleicht stehen noch irgendwo grüne Krüge in den Festungen, so wie der hier. Yes! Einen Angriff können wir nochmal auf ihn starten. Und dann müssen wir weiterschauen. Oh Gott! Ist das scheiße. Naja. Ich wusste von Anfang an, auf was ich mich hier einlasse. Was denkt ihr? Wird die The Last of Us Serie gut? HBO macht sie gemeinsam mit Sony und Naughty Dog. I've had a Hawk erstmal. Aber das kann ich nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Das weiß ich wirklich nicht. Sony...
Von Sony habe ich jetzt, was Filme und Serien angeht, keine sehr hohe Meinung auf jeden Fall. HBO unter Umständen schon. Naughty Dog auf jeden Fall. Also, ich meine, zumindest kriegen die das im Videospielen ganz gut hin. Und zwar eigentlich immer auf eine sehr cineastische Art und Weise. Also, wer weiß, man kann dezent hoffen, glaube ich. Das ist zumindest kein Rezept, wo man sagen würde, okay, das wird scheiße, garantiert. Glaube ich, kann man hoffen. Ich glaube, ich kann dem auch so wahrscheinlich gar nicht wehtun, oder? Ah doch, das tut ihm immerhin ein bisschen weh. Okay, cool, immerhin. Und jetzt wäre eben Greifhakenzeit, damit wir ihm wirklich was tun können. Nee, okay, dann suche ich jetzt grüne Energie und gelbe Splitter. Und komm wieder. Aber den kriegen wir schon hin dann. Die Witcher-Serie, ich finde die total super. Wirklich, ich finde die richtig gut. Und ja, die finde ich ein bisschen trashig. Aber das ist gut. Das ist gut so. Das ist genau richtig. Das ist auch so ein bisschen eine oldschoolige Serie, die so ein bisschen dieses Freak of the Week hat. In jeder Folge kämpft Geralt wieder gegen neues Monster. Finde ich genau richtig. Finde ich total super. Ich bin da wirklich auch sehr zuversichtlich, was die Resident Evil Serie von Netflix angeht. Dass die da wieder einen guten Ton treffen. Die mag ich sehr gerne. Die könnte von mir aus noch ein bisschen mehr Retro, mehr Monster der Woche sein und weniger auf die Hauptstory gehen. Aber gut, das muss man heutzutage machen als Serie. Ich finde das auch ehrlich gesagt cool, dass Netflix jetzt so auf Videospielverfilmungen oder Serienadaptionen setzt. Weil da könnte zum ersten Mal was Gutes dabei rauskommen. Also ich meine, Videospielverfilmungen sind meiner Meinung nach bis jetzt fast durch die Bank furchtbar. Fast komplett alle sind irgendwas zwischen meh und oh Gott. Und da tut's echt gut, dass Netflix irgendwie was auf die Beine gestellt hat, das irgendwie sympathisch ist, irgendwie cool. Und auch wenn man es vielleicht nicht mag, ist es, glaube ich, im Vergleich zu, keine Ahnung, den Resident Evil Film oder dem neuen Assassin's Creed Film oder was es da alles gibt, um Welten besser auf jeden Fall. Auch ganz neutral, glaube ich, kann man das sagen. Denke ich, würden die meisten wahrscheinlich zustimmen, oder? Die Netflix-Witcher-Serie ist ja bei den Kritikern nicht besonders gut angekommen, aber selbst wenn man mal die Kritikerwertungen von The Witcher, der Serie, mit den Videospiel-Film-Adaptionen so vergleicht, schneidet die noch sehr gut ab. Was ich so mitbekommen habe, ist es eigentlich so, dass Serienfans, Filmfans, die Serie nicht so gut finden, Videospielfans, die dafür sehr gut finden. Aber gut. Muss ja eh nicht immer alles jedem gefallen, aber ich finde die wirklich cool. Was war denn das? Warum habe ich denn jetzt gerade Schaden bekommen? Das war jetzt gerade ein bisschen doof. Das hat mich nämlich daran gehindert, ihm Schaden zu verpassen. Der Mario-Film ist wirklich kultig. Der ist so weirder Scheiß, dass er schon wieder cool ist. Ich würde behaupten, der gehört definitiv noch zu den besseren Videospielverfilmungen. Weil er wenigstens interessanter Scheiß ist. Da habe ich erst vor kurzem einen Podcast drüber gehört. Die haben das genau so gesehen, wie ich das auch sehe. Es ist zwar ein absolut weirdes Ding, das irgendwie, keiner weiß so genau, wie das passieren konnte. Beziehungsweise beschreiben die in dem Podcast sogar recht gut, wie das passieren konnte, dass der Film so wird, wie er geworden ist. Aber ja, es ist eine Katastrophe. Aber im Vergleich zu allen anderen oder vielen anderen Videospielverfilmungen ist es wenigstens interessanter, weirder Scheiß, den man sich irgendwie gerne ab und zu mal wieder gibt.
Gerade deswegen. Er hat seinen eigenen Stil, er hat irgendwie seinen eigenen weirden Charme. Und das ist auch was wert. So, wo kriege ich jetzt noch eine gefüllte Energieleiste her? Dann hätten wir es geschafft. Das wäre so gut. Könnt ihr den mal kurz beschäftigen, den Drachen? Ich muss mal kurz die ganzen... Wirklich, ich muss jetzt alle unsere Festungen, die wir aktuell kontrollieren, systematisch ablaufen. Ich befürchte, die bin ich schon alle ab... Ich befürchte fast, ich habe jetzt schon alle durch, oder? Und ich habe nichts mehr gefunden. Der hätte echt nicht mehr... Oh Mann, ey, der hätte echt nicht mehr viel Lebensenergie. Grüne Töpfe und Grasbüschel sind jetzt... Das Wichtigste. Ich finde auch die Castlevania Netflix-Serie ganz cool. Die vergesse ich immer ganz, wenn es um Videospieladaptionen geht, aber die finde ich auch nicht schlecht. Ich finde, Netflix macht das sehr gut. Ich bin da ein Fan von. Auf jeden Fall. Und überraschenderweise, Netflix will eine Dark Souls-Serie. Stimmt das wirklich? Weil die Vorstellung finde ich, glaube ich, ziemlich cool. Könnte man cool machen. Ist gewagt. Das wäre dann, also, aber das müsste, also in meiner Vorstellung müsste eine Dark Souls-Serie fast schon wie so ein artsy Road-Movie sein. So Arthouse. So ganz wenig Dialog. Ganz viel Charakter wandert durch irgendwelche trostlosen, zerstörten Dingern, Hintergründe. Ich meine, ich stelle mir das cool vor, aber ob das irgendwie Mainstream-Appeal hat, das weiß ich nicht. Aber stelle ich mir eigentlich super vor. Aber ich stelle mir viel vor, wenn der Tag lang ist. Das muss überhaupt nichts bedeuten. Oh, ein grüner Topf. Yeah. Yeah, wir haben es geschafft. Ah, warte, den nehmen wir auch mit dem gelben Topf. Dann können wir nämlich auch nochmal die gelbe Attacke machen, falls es nicht reichen sollte. Okay, mit ein bisschen Glück haben wir es geschafft. Wie oft muss ich diesen Punkt hier eigentlich noch erobern? Wer erobert den denn dauernd zurück? Gibt's doch nicht mehr. So, jetzt aber. Drache, ich komme. Ganz ohne Enterhaken wirst du hier jetzt besiegt, hoffentlich. Oh, ich glaube, es hat gereicht. Yeah. Puh, Glück gehabt. Cool. Ach so, was? Felix will eine Dark Souls-Serie. Ach so, nicht Netflix. Ach so, das habe ich falsch gelesen. Schade eigentlich. Fände ich gut. Ja, die Kampfdauer ist natürlich nur ein C-Rang. Das habe ich schon befürchtet, dass wir hier keinen A-Rang kriegen. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich erst den Enterhaken freischalten. Moment mal, wir haben, glaube ich, gerade eine Waffe für einen Charakter bekommen, den wir noch gar nicht haben. Oder haben wir den Jung Link schon? Ist der ein Standardcharakter? Ich dachte, den muss man erst freischalten. Ja, schade, dann haben wir die neue Waffe nicht erhalten, aber ohne Enterhaken ist das auch echt schwer. Da bräuchte man schon einen sehr hochleveligen Link. Naja, dann machen wir für heute Schluss mit Streamen und Schluss mit Zelda.
Im bevorstehenden 24-Stunden-Stream kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir Breath of the Wild, dass wir Hyrule Warriors nochmal sehen werden, weil mit dem Spiel kann man Zeit verbrennen ohne Ende. Und man kann es auch mit einem halb eingeschlafenen Hirn immer noch ganz gut spielen. Aber ich habe auf jeden Fall unglaublich viele Spiele geplant diesmal. Ich habe einige größere Spiele, die hoffentlich ein paar Stunden mich in Beschlag nehmen und mich wirklich durchziehen und motivieren. Und ganz viel kleine Spiele, damit wir viel Abwechslung haben, damit die 24 Stunden möglichst interessant und ich wach bleibe. Der findet jetzt ziemlich sicher am Freitag, den 20. März, geht es wahrscheinlich um 12 Uhr mittags los. Bis Samstag, 21. März, 12 Uhr mittags. Das ist zumindest der Plan. Vorerst. Genau. Nein, macht das bloß nicht. Setzt bloß nicht die Witcher-Serie ab. Sagt ihnen nur, die sollen das Konzept nicht verändern. Nicht, dass das plötzlich irgendwie so story-driven wird. Niemand interessiert sich für die Hauptstory. Nein, das stimmt nicht. Das ist schon okay. Aber ich will weiterhin mein Monster of the Week gefälligst. Unbedingt. Na schön. Dann würde ich sagen, bis Donnerstag. Ja, Donnerstag. Übermorgen geht's nämlich schon weiter mit Streamen. Was wir da streamen, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil bis zum 24-Stunden-Stream will ich nichts Neues anfangen. Ich kann mir vorstellen, dass wir ein paar Sachen, die wir im 24-Stunden-Stream anfangen, danach weitermachen. Deswegen suche ich jetzt immer ein bisschen so Lückenfüller-Spiele. Mein Internet stirbt bei der Abmoderation. Naja, gibt Schlimmeres. Na gut, dann macht's gut. Bis Donnerstag und gute Nacht. Ciao.